Es war dann, wie gesagt, am 30. Mai, mittags, klopft es an der Tür. Wie ich hinausgehe, steht ein junger Mann mit roter Armbinde und aufgepflanztem Bajonett vor mir und sagt: Bitte am Abend gestellt sein in der Polizeidirektion. Polizei. Ja, war ich erstaunt und gesagt: Gut, ja, zugemacht, nicht? Und die Mutter ist dann knapp 2 Stunden später gekommen und hat gesagt: Ja, so. Wir müssen alles zusammenpacken, wir kommen in ein Lager. In einem Lager wird festgestellt, wer Nazi war und wer nicht. Wir dürfen bleiben. Aber dann sagen wir, wo die Aussiedlung hat angefangen. Und die haben die ersten aus der, wie soll ich sagen, aus der Kirche geholt und aufs Lastauto gegeben und mussten eben aussiedeln. Und da ist uns dann schon Angst und Bange geworden, weil wir nie wussten, ja, kommen wir jetzt morgen dran oder kommen wir übermorgen dran. Es wusste ja niemand, was eigentlich werden wird und niemand wusste, wo sie hinkommen. Die kamen nur auf den Lastwagen und nach Niklasdorf, das war eine Sammelstelle in Niklasdorf. Mikolowice hat das geheißen, tschechisch. Und von dort aus wurden sie dann mit den Waggons und mit dem Zug weiter transportiert bis nach Deutschland. Einige kamen nach dem Osten, einige nach dem Westen. Die wurden alle so verstreut. In jedem Land war jemand. No, taky asi doma jsme o tom nikdy nemluvili. Já si to jako dítě pamatuju, to mi byly 4 roky, když je vedli zrovna kolem té horní chalupy, kde původně babička žila a my s ní. Tak to si pamatuju a mám z toho takový hrůzný zážitek, protože tam šla rodina s 2 malinkýma dětma, nesli je v náruči a ještě ten 30-kilovej ranec a ta paní několikrát jako klesla, úplně skoro padla. Já jsem jako dítě měla takový malinký žebřiňáček, jezdila jsem s ním na trávu, nebo jsme si tak s tím hráli a tak jsem říkala babičce, jestli bych jim ho nemohla dát, že by si tam třeba ty děti posadili. Babička říkala, když ho oželíš, tak dej, tak jsem za nima utíkala a oni je začali, ty vojáci a ty civilisti, skvérama tak mlátit, že by je byli pomalu zabili. A dostala jsem i já pár pohlavků a musela jsem vzít ten vozík zpátky, nedovolili jim to tak. Also ich war halt dann im Lager und bin jeden Tag wohin und man hat geschaut, dass man möglichst spät nach Hause kommt. Es wurde ja wieder so ein Trupp gesammelt, wir sind immer unter Aufsicht geführt worden und so. Denn um 6 Uhr, glaube ich, war der Appell. Und den haben wir gefürchtet wie das Feuer, weil da hat dann der Lagerkommandant also schon arge Dinge gemacht oder verordnet. Und also das war arg, dieser Appell, den hat man gefürchtet. Und wenn wir später gekommen sind, war der Appell schon vorbei und wir haben das also unterbinden können. Da haben sie Männer verurteilt, sie müssen ums Lager herumlaufen, ich weiß nicht wie oft, oder sie werden in die Einserbaracke versetzt. Das war die, wo also auch geschlagen wurde. Wir mussten zwangsarbeiten. Zuerst war ich am Flughafen, dort musste ich alte Ziegel abklopfen und dann war ich in einer Akkumulatorenfabrik. Da musste ich im Büroarbeit machen, obzwar ich aber kein Tschechisch kann. Also meine Leistung muss gigantisch gewesen sein. Und es waren starke Repressalien. Wir mussten eine Binde tragen mit N, Niemetz, Deutscher. Wir durften nicht öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Wir durften nicht am Gehsteig gehen. Wir mussten im Rinnsal gehen. Da haben sie uns halt geschickt in die Kasernen, putzen und... Einmal erinnere ich mich, haben wir am Keilsberg eine Wohnung sauber machen müssen nach dem Maler. Da war da ausgemalt worden und dann haben wir also das weggeputzt. Da war nicht nur ich, da waren noch andere vom Lager, die also da mitgetan haben. Und was tut diese Frau? Bis heute danke ich ihr's. Sagt sie,
Du kannst dich in der Badewanne baden. Im Lager gab es nämlich gar nichts Gescheites. Da gab es ein Rinnsal, kalt, so zum Aufdrehen, das war die ganze Wäsche. Und die sagt, du kannst dich baden. Ja, und da ist mein Vater am Tag, bevor wir ausgewiesen wurden, ist mein Vater zu uns gestoßen. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Er war völlig fertig. Und hätte sich den nächsten Tag zur Arbeit oder zu sonst etwas melden müssen. Dem ist dann die Ausweisung zuvorgekommen. Er musste sich nirgends mehr melden, Gott sei Dank. Denn sonst wäre er in irgendein KZ oder sonst irgendwas gesteckt worden von den Tschechen. Und somit konnten wir mit meinem Vater gemeinsam, also meine Großmutter musste dort bleiben. Die war in einem Altdamenheim und die konnte dort bleiben, aber es ist ja auch bis Ende des Krieges, der Zeit, die sie gelebt hat, nicht gut gegangen. Na, jetzt sind wir dann also, haben uns dann auf der Polizeistation gemeldet. Das ist ein Ecklokal, beim Eingang geht man hinein, da gibt es eine Pudel, da haben also die ganzen Sachen erledigt, die Vater, die Mutter abgeben musste, also eine offizielle Abmeldung musste abgeben, Schlüsseln. Und auf der anderen Seite ist man hinaus und waren dann bei einer Kolonne auf einmal, nicht? Und die Kolonne wurde in Bewegung gesetzt. Da sind wir dann über Altbrünn hinunter Richtung Wiener Straße. Und ja, haben uns gewundert, kein Lager, nur da weitermarschiert. Ne? Naja. Mit der Zeit ist uns das eine oder das andere Stück zu schwer geworden, haben wir geschaut, was wir entbehren konnten. Nicht? Sind so also Sachen im Straßengraben gelandet, da waren aber schon diverse Sachen auch gelegen. Nicht? In weiterer Folge haben wir dann noch Gestalten im Straßengraben liegen gesehen, die wir dann hingegangen sind und helfen wollten oder fragen wollten, ob wir helfen können. Ist gleich eine Bewachung gekommen und hat gesagt, habt ihr noch keinen Toten gesehen? Marsch weiter. Nicht? Natürlich auf Tschechisch. Ne? Und dann haben sie uns also zusammengetrieben in Altbrünn, bei dem Altbrünner Kloster, wo heute auch ein Gedenkstein steht. Und dann begann der Marsch nach nirgendwo. Wir wussten ja nicht, was uns passiert. Die ganze Nacht mussten wir da auf diesem Sammelplatz stehen und wir hatten ja keine Ahnung, was uns geschieht. Wir wussten ja nicht, dass wir nach Österreich getrieben werden. Das ist eine Schlange gewesen, die da gegangen ist. Und hinter uns sind ja die Tschechen mit der Nagajka und der Puschka gestanden. Und haben uns vorher vorwärts getreten. Einer hat mich auch getreten und konnte man aber gar nichts dagegen sagen. Es sind immer wiederum Leute, die im Straßengraben gelandet sind und man hat Schüsse gehört. Vor mir ist eine Frau gegangen, hochschwanger, mit einem Kinderwagen. Da war ein schon größeres Kind, das aber nicht so laufen konnte, und zwei anderen Kindern, rechts und links. Und die ist in die Knie gegangen und der Tscheche hat sie weggestoßen in den Graben. Man hat dann nur noch einen Knall gehört. Die Nächststehenden haben die Kinder genommen und sind weitergegangen. Also die erste Station war Porlitz. Da waren wir in einer riesen Lagerhalle unter furchtbaren sanitären Verhältnissen. Die ersten alten Menschen starben bereits. Und wir, meine Mutter, meine Großmutter und ich, wir wussten, man muss hier weg. Naja, in der Früh, am 31., 14. Geburtstag, Boritzer Sportplatz sind wir hingeführt worden. Mussten einen Koffer, den wir gehabt haben, öffnen, wurde wieder gefilzt und wieder gesucht nach Uhren, Eheringen, alles, was irgendwie wertlos war, wertvoll war, wurde also abgenommen wieder, natürlich ohne Bestätigung. Dann hören wir deutsche Worte, haben uns gefreut, sind sofort die Mutter mit mir hin, mit den Parteimitgliedern, die SAP, haben gesagt, wir sind deutsche Nazi-Gegner.
als ich den DSAP angeschaut, der Mann hat gesagt, keine Kommunisten, uninteressant. Es ist ja die Ruhe ausgebrochen und es sind mehrere, die nicht weiter konnten. Und die kaum die Grenze erreicht haben. Es war ja dann auch, wie wir nach an die Grenze gekommen sind, ist es dunkel geworden. Und man hat überall nur gesehen, dass man Kerzen hat man ja versucht mitzunehmen. Das hat ausgeschaut wie ein Allerheiligenfriedhof. Und man lag da irgendwie halt am Boden und sich eingewickelt in das, was man hat. Meine Eltern lagen mehr oder minder über mir, denn es sind immer wieder Russen vorbeigefahren und haben sich Mädeln heraus und Frauen herausgeholt. Und bis dann gesagt worden ist, in Drasenhofen eben die Grenze, am Vormittag war das, ist dann gesagt worden, Österreich öffnet die Grenzen und wir können durch. Überlebt haben. Der Dr. Heribert Kekais hat überlebt, der Primarius. Meine Großmutter hat überlebt, weil wir sie mitgeschleppt haben. Die wollte immer sich ins Gras legen und sterben. Und dann der Theodor, der ja nach Wien gegangen ist, der ja nicht mehr in Brünn gelebt hat. Der ist noch im Zuge der Monarchie nach Brünn gegangen. Die anderen Schwestern sind am Todesmarsch umgekommen zwischen Porlitz und Drasenhofen. Und die eine Tante, die Camilla, ich glaube, das war die, die hat sich geschleppt bis Drasenhofen und die war ja Schuldirektorin, das war ein Blaustrumpf, und die hatte eingenäht in ihre Kleidung Golddukaten. Und die hat sie sterbend dem Priester übergeben und hat die Adresse von dem Theodor genannt in Wien. Und der Priester hat uns die Golddukaten wirklich gebracht. Und in Drasenhofen war aber alles voll, hat er gesagt. Das war überfüllt. Aber dass sie ihnen nicht einmal mehr Wasser geben, hat auch sein Ding gehabt, weil damals die Brunnen waren zum Teil, hat er gesagt, von den Russen verwüstet. Jetzt ist das Klumpert ist in den Brunnen geschmissen worden. Nicht? Und es hat nur einige Brunnen gegeben, die was wirklich zum Trinken waren. Und für die 180 Leute, 180 sind eingeräumt dort. Das waren ja, was weiß ich, glaube 350 oder 500 Leute waren ja das. Und die haben nur lagern können beim Friedhof draußen und wo heute das Lagerhaus steht, auf dieser Wiese, auf dieser Sumpfwiese, das war nicht eine trockene Wiese. Damals in den 40er Jahren waren diese Gegenden alle versumpft dort hinaus. Dort haben sie es lagern lassen. Was ist ausgebrochen? Die haben alle Durchfall gekriegt, die haben alle Ding. Wie die dann weitergekommen sind, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, es war den Drasenhofener, wenn man die darauf angesprochen, haben es ausweichende. Ja, wir haben selber nichts gehabt, wir haben selber nicht. Also das war ein Thema, was sie nicht haben wollen. Besprechen oder nicht drüber, nichts hören wollen. So. Poelsdorf war schrecklich, das war diese Lagerhalle, wo die Menschen am Beton gelagert sind, keine Toiletten, kein Nichts. Schrecklich. Also man hatte das Gefühl, entweder hier sterben oder gehen. Also wir sind gegangen, viele sind nicht gegangen. Viele Freunde, eine Hofratsfamilie von uns, eine Befreundete, die sind dort geblieben und zugrunde gegangen. Da Wiese, потом da с того радио, так ты были, як был воцунут, як через войни тен манжел до някой веснички в Баворску. Так там се нашли, не вим як се то дрив напред мусело вискоумат, где е. No a tak tam bydleli, víte, v takových podmínkách, třeba v takových malých selských domkách, kde jim nechali jednu místnost, neměli ani celkem postele. Já si pamatuju, že jsem přes
třístoličník taky nosila takhle v lyžařských kalhotách, takový ty, jak se zbíjely dohromady ty postele, víte, jak se ty kovový. Já vím, že jsem si tak hrozně odřela od to nohu, protože oni nás taky chytali, když jsme šli přes třístoličníka a jako nesli. No a tam jsem jim nosila taky ten cukerín, ten, to sladidlo, no a tohle to, ano, to, co taky někdy ta, zase od toho Fricka psala pro děti houbičky do školy a nebo takový ty sešítky. No tak co jsem mohla někde na sobě ukrýt, aby kdyby nás chotili, na, když se šlo na ten třístoličník. A tam oni už čekali, víte, a tam jsme se sešli, oni si to převzali.